Foles, handoff, brought down at the 29. Second down here. LeSean McCoy is in the backfield. Foles will take it from the gun. Jeremy Maclin makes the grab. Nice job by the quarterback finding the open guy short. They get the completion. They still do not get the first down, though. Offense lines up here. The Eagles will take the snap from the 30. McCoy is going to secure the handoff. That's a third down conversion, a rare sight so far today. When you gain big yards like this, that means you have a lot of talent. LeSean McCoy has it all. He can break tackles, and he can outrun you also. On this passing down, the defense comes out in the nickel. First down at the 42. LeSean McCoy with a nice piece of running on that play. When you have an offense like this that just keeps getting first downs, not only are they moving in scoring position, but Leute, giving ich their verliere. Defense a lot of rest. First down at the 41. Handoff, taking it right up the middle. It's now second down. Nickel formation for the defense here. What a good scheme that time by the defense. They confuse the offense. They blitz. They don't know who to pick up. And how about the defender? They must love this. Coming in free and gets a good clean shot on the QB and gets a sack. And no one is going to catch this one as it goes out of bounds. Defensive coordinators love this situation, don't they? Third and long, they can do just about anything, and it's going to work. And they stop the offense that time. Fang den, fang den. A miserable place to start this next drive. Coming to the line, hoping to avoid being sacked for a third time. So that's a two-point safety for the defense. As thrilling as it is to win a game like this, I can't imagine to suffer an overtime loss, how you're able to deal with that in the locker room. You know, I was lucky. I never had to deal with one, but it's just got to be double deflating, not only to lose the game, but after you've done so many things well, to lose it in overtime, that is going to be hard to overcome. Das war's. Das war jetzt der Schluss, oder wie? Das war aber ein lahmer Schluss. Wie, der hat einfach abgepfiffen. Finish? Restart? Team? Leute, das Spiel ist hier aus. Ja, fuck. Was soll ich dazu sagen? Hat schon schicke Grafik, aber das Englische ist immer scheiße. An sich gewöhnungsbedürftig, aber es geht, wie ihr gesehen habt. Bisschen schwer, aber wird. Sonst macht es eigentlich schon Spaß. Vor allem, das geht voll auf den Keks, wenn denkst, du kommst und dann funkt irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall ist es viel besser als NFL 14. Jeden, der Fan von American Football und Sportspielen ist, kann ich es empfehlen. Das sieht nämlich richtig gut aus. Die Mucke ist auch geil. Ich habe es wegen den EGMA-Sachen ausgemacht. Und wow, an sich, ich wollte eigentlich nur 10 Minuten da reinschauen und ich glaube schon über eine halbe Stunde oder 40 Minuten, keine Ahnung. Ich lade das jetzt euch hoch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr habt das gesehen, was ihr sehen wolltet. Und wenn ihr das Spiel kaufen möchtet, könnt es gerne kaufen. Ich wollte es für euch spielen und ich
hoffe, dass ihr eine Bewertung abgebt. Am besten Daumen hoch. Und wenn es welche Spiele gibt, die ich antesten soll, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Also, man hört sich, euer Rebane BK.